Brüder und Schwestern in Christus, wenn man das Evangelium genau liest, muss man staunen. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das sind Worte Jesu. Hast du das in deinem Leben schon erlebt, dass du die Werke, die Jesus getan, auch vollbrachtest? Oder vielleicht ist dir schon mal passiert, dass du Größeres als Jesus gemacht hast? Ich kann mal aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung sagen, mir ist es schon etliche Male passiert. Und das ist kein Hochmut, das ist eine Tatsachenfeststellung. Ich kann das tun, was Jesus getan hat. Und ich kann noch Größeres als er. Das ist ja die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Kannst du an sowas glauben? Das ist ein bisschen schwierig, habe ich den Eindruck. Worum geht es hier? Um ganz einfache Dinge. Das, was wir in der ersten Lesung zum Beispiel gehört haben. Da gibt es in der ersten Gemeinde auch Witwen, also Frauen, für die niemand sorgen kann. Witwen in der Zeit Jesu waren die Ärmsten der Armen. Die hatten keinen Mann, keine Kinder und auch kein Einkommen. Und da gab es Witwen, die von den Juden stammten und die von den Nichtjuden. Und die wurden unterschiedlich behandelt und da entsteht ein Streit. Was machen die Jünger Jesu? Sie gehen zu den Aposteln und versuchen, diesen Streit zu schlichten, finden dann auch eine Lösung. Aber das erfordert ein Umdenken und sich darauf einlassen, dass mir ein anderer auch in mein Leben hineinreden kann, mir sagen kann, was ich zu tun habe. Das ist der entscheidende Punkt in der ersten Lesung. Die Jünger gehen zu den Aposteln und fragen, was sollen wir tun? Da gibt es sowas. Die Lösung ist, es werden dann 7 Männer ausgewählt, die da für alle sorgen sollen, und die Sache ist erledigt. Ähnliches gibt es in der zweiten Lesung, wo von diesen Steinen die Rede ist, aus denen die Kirche aufgebaut wird oder das himmlische Jerusalem, egal. Es geht um die Steine und die stehen für uns. Und wenn man einen Steinmetz trifft, es gibt 2 Methoden, aus Steinen etwas zu bauen. Eine ist in England ansässig, die, wenn jemand in England war, ich noch nicht, aber ich habe es vor, da gibt es so Mauern, die die Felder trennen. Also nicht England, sondern da höher ein bisschen weiter im Norden. Das kennt man aus den Filmen. Und diese Mauern werden so gebaut, also ohne irgendwelchen Lehm oder irgendwas, was die Steine zusammenhält. Die Steine nimmt der Erbauer einfach so, wie sie sind und versucht, da reinzupassen. Der wird nicht behauen, sondern wie er ist. Aber das ist mühselig. Meistens macht man es so, man hat einen Stein, stützt ihn zurecht, dass er passt, rein damit, und da kann man was aufbauen. Das ist das Bild für die Kirche, also für uns. Und das heißt, jeder von uns ist so ein unbehauener Stein. Und das kennt ihr auch, Kinder muss man auch manchmal zurechtweisen, ihnen den Weg zeigen, wohin sie gehen sollen. Sonst irren sie, nicht immer, aber ab und zu schon. Das heißt, man muss das Leben in gewisse Rahmen einpassen. Man muss sich entwickeln, würden die Psychologen heute sagen. Nur, das ist in der Kirche genauso wie in jeder Familie. Es braucht einen, der dir sagt, was du zu tun hast. Ich erhebe diesen Anspruch hier nicht, dass ich derjenige sein sollte, aber es geht einfach um dieses Miteinander. Es gibt einen, nehmen wir die Apostel,
die den Jüngern gesagt haben, was sie tun sollen. Aber das geschah immer auf die Bitte der Jünger. Wenn sie Probleme hatten, wenn sie nicht weiter wussten, wenn es Streitigkeiten gab, Unstimmigkeiten oder sie einfach wissen wollten, wie sie leben sollen, gingen sie zu den Aposteln mit dem Vertrauen, dass sie ihnen keinen Schwachsinn erzählen, sondern den Weg der Nachfolge erklären. Und frag dich jetzt selbst, hast du in der Kirche so jemanden, zu dem du gehen kannst, im Vertrauen, ihm etwas sagst, wo du dich darauf dann einlässt, auf das, was dir gesagt wird? Es ist schwierig, solche Menschen zu finden. Das ist sehr schwierig. Aber ihr könnt mir glauben, die Kirche kann nicht anders funktionieren. Auch deswegen funktioniert in unserer Kirche vieles nicht, weil wir diese Bereitschaft in uns nicht haben, jemanden um die Meinung zu fragen und dann auch zu gehorchen. Das ist ein Glaubensgehorsam, betrifft nicht alles. Kein Bischof wird dir sagen, wie du deine Suppe kochen sollst. Kann dir schon sagen, aber das ist nicht wichtig. Es geht um wesentlichere Dinge. Hast du in dir so ein Vertrauen? Das ist die Frage, die Jesus heute seinen Jüngern stellt. Weil die fragen ihn nach dem Weg und nach dem Vater und so weiter. Und Jesus sagt ganz direkt, ich bin der Weg. Ich bin es. Nicht irgendetwas anderes, sondern ich bin der Weg, den du gehen sollst. Das heißt, höre auf mich. Und folge mir nach, dann wirst du Dinge tun, die ich getan habe und noch größere. Aber es bedarf dieses grundlegende Vertrauen. Ohne dieses Vertrauen wird nichts gehen. Wirst du auch nicht in der Nachfolge voranschreiten. Ich auch nicht. Und auch deswegen gehe ich regelmäßig zu Beichte, dass mir jemand auch sagt, was Sache ist, ist nicht immer angenehm. Ich bin auch ein Sünder, wie jeder in diesem Raum. Aber ich lasse mich zurechtweisen, zurechtstützen. Nicht, damit ich in die schönen Strukturen der Kirche reinpasse, sondern, dass ich zu Christus passe. Das ist der entscheidende Punkt. Und es muss nicht immer Beichte sein. Es gibt auch normale Gespräche, in denen man dieses oder jenes erfragen kann. Es muss nicht immer ein Priester sein, den du fragen kannst. Es gibt auch Ältere unter uns, die schon viel erfahren haben in ihrem Leben und wissen, wie es geht. Vielleicht nicht alles, aber schon so einiges. Such dir Menschen, denen du Vertrauen schenken kannst, die du alles fragen kannst in Bezug auf das Glaubensleben. Dann wirst du das erleben, was Jesus uns versprochen hat. Dann wirst du Dinge tun, die er getan hat. Vielleicht nicht alle auf einmal. Vielleicht wirst du keine Wunder vollbringen, aber dafür Arme speisen. Vielleicht wirst du keine Armen speisen, aber für jemanden eine Stütze im Leben sein oder sonst was. Das hat Jesus gemacht. Das sind Dinge, zu denen wir berufen sind. Und noch Größeres. Vielleicht wird dich Jesus dazu rufen, irgendwo hinauszugehen, etwas zu machen, irgendwo, was weiß ich, in der Mission. Also in meiner Heimat gibt es ziemlich viele Laienmissionare, also keine Ordensleute oder Priester, sondern Menschen, die im Arbeitsleben stehen und sagen sich, ich will jetzt 2 Jahre lang in Afrika oder irgendwo den Menschen dort dienen, das Evangelium verkünden, ist auch möglich. Das hat Jesus nicht gemacht. Der ist da in Palästina geblieben, also in der Umgebung, in Galiläa. Du kannst es. Du kannst Jesus auch so verkünden, wie er es nicht tun könnte. Es gibt heutzutage Internet, Radio, Fernsehen, Zeitungen, das gab es zur Zeit Jesu nicht. Vielleicht bist du dazu berufen, sich dort einzusetzen.
Das sind größere Dinge. Das sind die, von denen Jesus spricht. Aber es bedarf dieser Bereitschaft, sich zurechtstützen zu lassen. Das ist nicht immer angenehm, aber das ist förderlich für das Leben. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Da, wo mir meine Mitbrüder und viele andere manchmal die Leviten gelesen haben und gesagt haben, so kannst du nicht leben, da bin ich gewachsen. Nicht in der Gemütlichkeit des Alltags, wenn alles so läuft, wie ich es gewohnt bin. Da entwickelt sich nichts. Es kann gut sein, ist keine Frage, aber in den Krisensituationen wirst du dich entwickeln können und wenn dir das auch jemand vielleicht auf die Nase bindet, könnte auch sein. Aber das Erste, was wir in solchen Situationen machen, ist normalerweise Ablehnung. Ich werde mir das nicht anhören, weil das verletzend ist, weil es nicht stimmt, weil sonst etwas. Und Jesus lädt dich dazu ein, vertraue. Vertraue darauf, dass es deine Schwester und dein Bruder ist, der dich zurechtweisen möchte. Und ihr seid auch dazu alle berufen, andere zurechtzuweisen, wenn sie fehlen. Jeder von uns, weil wir alle in der Nachfolge Christi stehen. Und ich lade euch dazu ein, diese Möglichkeit zu nutzen, zu schauen, wo ich in meinem Leben vielleicht noch ein bisschen behauen werden muss, damit ich da reinpasse, damit ich zu Jesus passe, damit ich zu der Gemeinde passe, in der ich bin. Und versucht zu vertrauen, dass Gott uns nichts Böses will, wenn er uns einen Bruder, eine Schwester schickt, die mir vielleicht etwas Unangenehmes sagt. Versucht, das Gute darin zu sehen, dass es vielleicht ein Bote von Gott ist.